Hallo, hier ist eure Gartenfee Maya. Ich möchte euch heute was Besonderes vorstellen, und zwar einen Katzenteich. Vielleicht auch Katzenpool, je nachdem, wie man es sieht. Ich weiß nicht, ob schon zu erkennen ist anhand dieses Wortes, um was es sich da handeln könnte, aber das werden wir heute zusammen herausfinden. Und zwar geht es hierum. Ich dachte, zu der sommerlichen Atmosphäre, wobei es die letzten Tage eher geregnet hat, kaufe ich der Katze sowas Süßes, einen Katzenpool. Und wir werden ihn uns jetzt mal zusammen anschauen. Wir haben hier den Pool. Das kann vielleicht auch als Miniteich funktionieren oder fungieren. Dieser kleine Pool hier. Er hat einen reflektierenden Boden, damit er für die Katze besonders ansprechend ist. Und ich hoffe, dass er stabil ist, damit die Katze ihn nicht zerkratzen kann. Diesen Pool haben wir hier. Und dazu haben wir dann noch hier drin zu sehen einige Schwimmspielzeuge. Ein Smiley mit Bart. Das ist so rum wohl. Ah nee, ein Tintenfisch. Es könnte sich um einen Tintenfisch handeln. Eine Schildkröte und einen Seestern. Da kommt die Katze schon angelaufen und möchte oder auch nicht sehen, was es sich hier handelt. Diesen Pool müssen wir jetzt mit Wasser befüllen. Und dann werden wir mal sehen, ob die Katze ihren Spaß damit haben wird. Also gehen wir hier zum Waschbecken. Da bin ich zu sehen. Und werden ihn mal mit Wasser befüllen. Nun wurde der Pool mit Wasser befüllt und die Katze schaut sich schon ganz interessiert an, um was es sich da handeln könnte. Jetzt bin ich mal gespannt, dass sobald das erste Tier im Pool landet, das hier, ob die Katze dann immer noch Interesse zeigt. Sie weiß wohl noch nicht so wirklich, was sie davon halten soll. In der Tat ist die Katze wohl auch nicht unbedingt so der Freund von Wasser, aber wir werden hier weitere Spielzeuge platzieren. Man bräuchte sowas wie einen kleinen elektronischen Fisch, der durchs Wasser gleitet. So, jetzt wollen wir mal schauen, was die Katze damit macht. Ob sie sich an den Pool annähern wird oder ob sie ihn aus diesem gewissen Abstand betrachtet, weiterhin. Ich bin mir nicht sicher, wer jetzt eher mit dem Pool spielt, ich oder die Katze. Die Katze denkt sich vielleicht auch nur, was ich hier Blödes mache. Katzenkino. Können ja mal eins dieser Dinger hinhalten. Die Katze scheint nicht sonderlich begeistert oder interessiert zu sein. Da interessiert die Katze sich vielleicht wohl eher für andere Dinger. Gut, dass ich auch noch diesen Federwedel hier habe, welchen die Katze um einiges spannender findet als den Pool, wie man sehen kann.
Ich wünschte, sie hätte für diesen Katzenteich oder Katzenpool so ein Interesse. Es wäre natürlich die Frage, ob man Gartenwasserpflanzen finden könnte, die man hiermit einsetzen könnte. Vielleicht würde die Katze den Pool dann auch umso spannender finden. Wobei sie ihn schon genau betrachtet. Aber sich ein. Hä? Da entscheidet sich die Katze doch wohl eher für den Federwedel oder doch nicht. Sie schaut immer interessiert in den Pool hinein, aber da es sich um Wasser handelt, weiß sie wohl nicht so recht, was sie damit anfangen soll. Naja, vielleicht werde ich euch irgendwann ein Update geben, ob die Katze den Gartenkatzenteichpool auch noch in Anspruch nehmen wird. Oder ob sie sich vielleicht doch lieber mit dem Federwedel hier beschäftigt. Das war es auf jeden Fall erstmal von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn es nicht direkt etwas mit Gartenteichen zu tun hatte. Eure Gartenfee Maya.